Hier bewegen sich 2500 Tonnen des bald größten Auges der Welt. Mitten in der chilenischen Atacama-Wüste entsteht das Extremely Large Telescope, das extrem große Teleskop ELT. Das Mammutprojekt der europäischen Südsternwarte ESO soll die Beobachtung des Alls revolutionieren. Dafür muss es allerdings in der Lage sein, sich zu drehen. Diese aktuellen Aufnahmen zeigen, der erste Test war ein Erfolg. 2017 begannen die Arbeiten am neuen Teleskop der Europäischen Südsternwarte. Deutschland gehört der Organisation als Gründungsmitglied an, 15 weitere europäische Länder sind beteiligt. Animationen zeigen, wie das ELT später einmal aussehen soll. Nach der Fertigstellung soll es 100 Millionen Mal mehr Licht einfangen als ein menschliches Auge. Damit ist es deutlich leistungsfähiger als Hubble und James Webb. Diese Bilder zeigen die Unterschiede zwischen den Teleskopen. Der Standort in der Atacama-Wüste in Chile bietet perfekte Bedingungen für das ELT. In gut 3000 Metern Höhe ist die Luft dort frei von störenden Lichtquellen und Schmutzpartikeln. Etwa 5 Jahre soll der Bau des riesigen Teleskops noch dauern. Dann erwartet sich die Europäische Südsternwarte ganz neue Einblicke in die Phänomene des Alls.